Hallo und herzlich willkommen auf meinem Inseldenker-Kanal. Mein Name ist Tobias Bücklein und ich habe zusammen mit A2R Media in dieses Studio Landtagskandidaten eingeladen, teilweise auch bereits amtierende Mitglieder des Landtags. Wir haben seit 2013 zusammen A2R Media und ich bereits viele politische Shows gemacht, zur Bundestagswahl 2013, Landtagswahl, OB-Wahlen, Gemeinderatswahlen begleitet. Und der Gedanke, der dahinter steckt, ist eigentlich, wählen wir Menschen oder wählen wir Programme? Und ich glaube, dass es immer gut und wichtig ist, wenn man ein bisschen sieht, was ist das für ein Mensch, damit man auch Vertrauen haben kann, wo kommt er her, was sind seine Werte und seine Wurzeln. Und darum geht es heute. Ich glaube, wir haben eine Südkurier-Veranstaltung gehabt, da habt ihr über die Inhalte gesprochen. Und von den angeschriebenen Kandidaten und Kandidatinnen haben sich zur Verfügung gestellt die Antje Behler von den Linken, der Levin Eisenmann von der CDU, Jürgen Keck von der FDP, Nesche Erikli von den Grünen und die Petra Ritzler von der SPD. Die anderen Porträts sind da oben verlinkt. Ich freue mich, wenn Sie, wenn ihr sie alle anschaut. Wir sind hier unter Corona-konformen Bedingungen, wir haben ausreichend Abstand, ich bin getestet. Der Levin Eisenmann hat sowieso nichts, auch letzte Woche getestet, genau. Das Klavier hat auch ausreichend Abstand und wir haben viele Kubikmeter und Quadratmeter, da geht also nichts schief. Ich möchte mich an der Stelle nochmal herzlich bedanken bei A2R Media, weil wir machen das Ganze letztendlich ohne Publikum, also auch ohne Einnahmen und ohne Geld in dem Sinne. Wir haben eine freundliche Spende eines Konstanzer Einzelhandelsunternehmens bekommen, das gar nicht genannt werden will, das aber das eine gute Idee findet und deswegen einen Betrag überwiesen hat. So. Jetzt geht's los. Wir haben diese Parteien zur Auswahl. Heute geht's um die CDU. Herzlich willkommen hier im Studio, Levin Eisenmann. Hallo. Hallo, freue mich, da zu sein. Ja, kann man so sagen. Ne? Du bist gerade von Radolfzell gekommen. Genau. Und bist endlich mal wieder mit Menschen zugange, hast du gerade gesagt, auch am Markt. Wie ist es so, Wahlkampf zu führen in Corona-Zeiten? Ja, es ist anders als sonst. Also ich hatte das so als Erfahrung von meinem Engagement in der Jungen Union, im Bundestagswahlkampf 2017, im Landtagswahlkampf 2016, der ja immer von großen Veranstaltungen geprägt ist. Wir hatten mal Wolfgang Schäuble im Radolfzeller Milchwerk oder 2016 ja auch Angela Merkel im Milchwerk. Und jetzt fallen natürlich solche Veranstaltungen komplett weg. Wenn Referenten zusagen, dann machen wir das so als Facebook und Instagram live. Der persönliche Kontakt ist natürlich eingeschränkt, aber man hat dadurch auch ganz viele andere Möglichkeiten, so dieser Kontakt auch mit Leuten, die man sonst vielleicht mit Leuten, die man sonst nicht so treffen würde. Es kommen ja doch immer irgendwie die gleichen auch. Genau, und das ist durch so digitalen Kanäle doch viel einfacher. Und also ich finde, es hat auch was. Bist du so ursprünglich auch als junger Mensch sowieso Social Media affin? Hast du sowieso alles hier, Instagram, TikTok, Facebook und so weiter? Oder hast du es eher als Wahlkämpfer jetzt? Ja, es geht. Ich habe natürlich schon Facebook- und Instagram-Account. Ich glaube auch noch einen LinkedIn-Account. War da jetzt aber nie so, dass ich da jetzt jeden Tag mein Essen oder mein Outfit oder sowas gepostet habe. mach jetzt aber recht viel darauf, auch viele unterschiedliche Formate, hab da zwei, drei Freunde, die mir da auch gut helfen, weil alleine ist es ja auch recht schwierig, wenn man die ganze Zeit da unterwegs ist. Genau. Ja, du bist, aber das ist ganz gut, du hast gerade schon gesagt, hast schon von verschiedenen Wahlkämpfen gesprochen, die du auch ohne Corona-Bedingungen kennengelernt hast, weil da würde man sonst vielleicht nicht drauf kommen. Du bist 23 Jahre alt. Und in Konstanz aufgewachsen, auch geboren? Geboren in Singen. Ja, Konstanzer hören jetzt bitte weg, aber aufgewachsen hier in Konstanz. Ah, okay. Aber du trittst ja an im Wahlkreis 56, also dem Konstanzer Wahlkreis. Genau, Konstanz-Radolfzell. Hier aufgewachsen. Du studierst seit 2016 Jura, Abschluss Herbst 2021, da reden wir gleich noch drüber. Seit 2015 bist du Vorsitzender der JU im Landkreis und seit 2019 stellvertretender Vorsitzender der CDU im Landkreis. Also bei den Großen sozusagen. Genau, und du bist Mitglied im Kreistag des Landkreises Konstanz. Uff, ja. Nee, das bin ich nicht. Bist du nicht? Nee. Ah, gut, das ist eine Zeile, die ist mir wahrscheinlich vom Jürgen Keck reingerutscht, der vorhin da saß. Wahrscheinlich, das ja. Auch, genau, das wäre ein bisschen viel verlangt. Genau. Aber du bist stellvertretender Vorsitzender der CDU im Landkreis. Sag doch mal selber, was sind deine, die dir am meisten naheliegenden Themen, die du auch vertrittst im Wahlkampf? Ja, für mich natürlich ganz groß ist das Thema so Generationengerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Mhm. Weil durch mein Alter, ich bin 23 Jahre alt,
kann ich eben auch mit Fug und Fest sagen und behaupten, dass viele Fragen, die jetzt eben anstehen oder in den nächsten Jahren anstehen, dass die eben meine Generation ganz arg betreffen werden und auch dann irgendwann natürlich die Generation meiner Kinder. Mhm. Und da ist mir das schon wichtig. Es fängt natürlich bei Klimaschutz und nachhaltigem Leben an, geht aber weiter über natürlich eine zukunftsfähige Infrastruktur, wie wir es jetzt gerade in Corona sehen, wie wichtig es ist, dass Glasfaserverbindung da ist, dass ein 5G-Netz da ist. Mhm. Und natürlich auch, dass wir unsere Region anschließen, zum Beispiel an den Schienenverkehr, dass wir da vorankommen. Das sind so meine großen Themen. Und als Region, die ja doch sehr weit im Süden von Baden-Württemberg ist, dass wir da einfach nicht abgehängt werden und uns nicht irgendwie als abgehängter Zipfel fühlen, sondern eigentlich als das, was wir sind, nämlich Zentrum in Europa. Und dafür möchte ich mich gerne einsetzen. Mhm. Jetzt haben wir vorhin gehört, du studierst Jura und du machst Abschluss im Herbst. So Jurastudenten, das waren für mich immer die, wo, also ich weiß nicht, wie viel Prozent fliegen da nach dem ersten Staatsexamen raus. Die haben immer so mit der Zunge auf dem Boden irgendwie ihr Studium betrieben. Und du machst zwischendurch mal noch einen Wahlkampf und würdest dann auch in den Landtag gehen als noch Student. Bist du irgendwie ein Überflieger oder? Überflieger jetzt wahrscheinlich nicht. Müsste man vielleicht mal meine Kommilitonen fragen. Ja. Die würden das wahrscheinlich verneinen. Mhm. Nee, aber ich denke, es ist auf jeden Fall machbar. Ich habe jetzt diese Doppelbelastung, wenn man davon sprechen will, ja jetzt auch schon geschafft, habe meinen Schwerpunkt letztes Jahr im Prinzip gemacht, neben den Anfängen von dem Wahlkampf. Also von dem her bin ich davon überzeugt, dass das machbar ist, 100% fürs Studium, 100% für den Wahlkreis. Mhm. Erfordert halt 200% Einsatz von mir. Und ich bin ja auch nicht der Erste, der das machen möchte. Also es gibt ja immer mal wieder auch junge Leute, die irgendwie in jungen Jahren ins Parlament gekommen sind und dann diese Doppelaufgabe auch ganz gut meistern. Mhm. Und ich traue mir das auf jeden Fall zu. Ja, was bist du für ein Jurist? Bist du einer, der andere ins Loch stecken will oder der andere raushauen will? Oder was ganz anderes, Wirtschaft oder so? Ich habe tatsächlich, man muss ja so einen Schwerpunkt wählen im Studium. Und ich habe mich tatsächlich für Wirtschaftsrecht entschieden, weil ich das einfach total interessant finde, zum Beispiel mit jungen Unternehmen zu tun zu haben. Mhm. Und die brauchen ja auch oft rechtlichen Beistand, wenn es darum geht, welche Unternehmensformen wähle ich jetzt, wie teile ich jetzt die Anteile auf und so weiter. Mhm. Das finde ich ein total spannendes Thema, weil das auch immer mit der Zukunft zu tun hat. Wenn ich ein Unternehmen gründen will, dann hat das ja nichts mit der Vergangenheit zu tun. Mhm. Wie das jetzt zum Beispiel ist, wenn ich Strafrecht mache, wo ich mit früheren Taten irgendwie zu tun habe. Sondern es geht da um die Zukunft, um zukünftige Unternehmen. Und das finde ich eigentlich total spannend. Mhm. Wir sehen jetzt gleich ein Kinderbild von dir, weil ich ja die Gäste auch immer bitte, ein Kinderbild mitzubringen. Und während wir uns das hier mal so anschauen, wie du da doch schon auch frühzeitig motorisiert warst, so lange ist es gar nicht her, ne? Oder warst du auch schon, wann warst du so riesig? Da bist du auch schon groß. Wie alt bist du da? Ja, dadurch, dass ich 23 bin, sind natürlich meine ganzen Kinderbilder noch nicht so alt. Hm? Wie alt werde ich da sein? 7? Kann es sein, oder? Ja, dann warst du schon ein großer 7-Jähriger. Und du hast irgendwie einen Feuerwehrhelm auf oder sowas? Genau, das ist in dem Hof von meinen Großeltern gedreht worden, in Singen, wo die leben. Mhm. Und da wohnt auch die ganze Familie mütterlicherseits, also Tante, Onkel, Cousinen, Cousins. Mhm. Und da haben wir uns immer früher im Hof getroffen, um zu spielen. Und zwar, wie man ja sieht an dem Helm, den ich trage, Feuerwehrmann, weil mein Großonkel lange bei der Feuerwehr war. Und dadurch die ganze Garage voll ist mit irgendwelcher Feuerwehrausrüstung. Okay. Und die haben wir dann immer nachmittags rausgenommen und haben da ein bisschen mitgespielt. Und du warst die Leiter. so groß wie heute war ich damals noch nicht. Aber ich war damals Fahrer, wie man sieht. Mhm. Genau, ich glaube, das im Hintergrund ist mein Cousin. Mhm. Du bist, glaube ich, 7, 8 Jahre alt. Es hätte auch noch ein Bild gegeben, wo du kleiner bist, aber ich fand das jetzt eigentlich ganz schön mit dem Feuerwehrmann. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, sagen wir mal sogar noch, bevor du in die Schule gegangen bist, so, also als du noch richtig klein warst. Also du bist zwar jung, aber es gibt noch eine Zeit davor. Da gab es noch kein Corona, da hat dich der Klimaschutz noch nicht interessiert, auch der ÖPNV nicht und so weiter. Was waren Dinge, die damals schon von dir da waren? Was warst du für ein Mensch? Was hat dich geritten, was waren die Werte? Hast du da eine Idee? Also ich glaube, man sieht da ja auch Leute im Hintergrund. Mhm. Ich glaube, dass ich schon immer recht offen war. Mhm.
also auch gerne mit Menschen zu tun habe. Deswegen merkt man jetzt gerade eigentlich in der Corona-Zeit erst so richtig, wie schwierig das ist, wenn man die Freundin nicht sehen kann oder nur sehr eingeschränkt sehen kann. Und ich glaube oder kann mich auch gut zurückerinnern, dass das schon im Kindergarten, auch in der Grundschule so war, dass ich gern was mit Freunden gemacht habe, auch sehr offen war, da neue Leute kennenzulernen und mit denen zusammen jetzt auf dem Bild zu spielen oder gemeinsam einfach Dinge zu unternehmen. Und das mache ich eigentlich bis heute gerne und freue mich deswegen umso mehr, wenn die Corona-Zeit vorbei ist und man mal wieder alle irgendwie zu sich nach Hause einladen kann. Und bist du dann, wenn du in der Gruppe bist oder mit anderen Leuten zusammen, bist du dann eher so der Wortführer oder der, der gerne dann auch die Leitung übernimmt? Oder, also Mitläufer bist du bestimmt nicht. oder bist du eher so einer, der die Gruppe, weiß ich nicht, guckt, dass es der Gruppe insgesamt gut geht? Oder bist du, also ich bin zum Beispiel einer, der sich gerne auf die Bühne stellt und Quatsch macht. Wie bist du in dieser Gruppe? Das müsste ja dann wahrscheinlich mal meine Freunde fragen. Aber ich glaube, ich bin jetzt keiner, der sich in den Mittelpunkt stellen will oder so. Also ich glaube, dass ich schon eher zurückhaltend bin. Ich bin zwar offen, bin auch immer interessiert dran, neue Leute kennenzulernen, aber brauche dann immer auch, bis ich die Leute kennenlerne, also bis da irgendwie Vertrauen aufgebaut ist. Und ich glaube, das ist schon so der Fall. Bist du Einzelkind? Ja. Ich habe eine kleine Schwester. Okay. Was ja auch so ein Thema ist, ich kenne das von meinem Sohn, wenn man so groß ist wie du, 96, zurückhaltend sein ist gar nicht so einfach. Ne? Man wird ja doch immer gesehen. Ist es dir schon mal aufgefallen? Ja, tatsächlich. Also ich kriege das öfters gesagt, jetzt auch gerade im Wahlkampf so. Okay. Ach ja, da sieht man ja immer den Großen da am Stand, wie er da steht. Und ja, ist auf jeden Fall, früher hat man ja immer gesagt bekommen, ach, du bist aber groß geworden. Mhm. Das hat man ja nie so gern gehört. Mhm. Aber jetzt, genau, kriege ich das ab und zu gesagt, gerade jetzt auch an den Marktständen so, wenn man einen sieht. Genau, man hat so ganz gut den Überblick, wenn man den Kopf weit oben hat. Irgendwann mal bist du ja zur CDU gekommen, beziehungsweise zur Jungen Union. Wie kam es denn dazu? Ich meine, kriegt man das automatisch, wenn man anfängt, Jura zu studieren? Nee, also das unterschreiben Sie hier. Also ich meine, das ist ja, der Zusammenhang existiert. Ne? Also so viele Jurastudenten, vielleicht ein paar Linke gibt es wahrscheinlich noch. Ja, wobei bin ja in die Junge Union eingetreten, da habe ich noch gar nicht studiert, sondern da war ich noch in der Schule. Und wir hatten damals eine ziemlich engagierte Gemeinschaftskundelehrerin, davon Gemeinschaftskundelehrer. Mhm. Und die haben eigentlich immer viel Wert drauf gelegt, uns auch so die Parteien eigentlich nahe zu bringen. Mhm. Weil es ja zwar so zu beobachten ist, dass immer weniger Leute sich parteipolitisch engagieren wollen, sondern wenn sie sich engagieren, dann in irgendeiner Initiative für ein konkretes Projekt oder für eine bestimmte Sache. Mhm. Und uns wurde damals in der Schule eigentlich schon immer so diese Rolle der Parteien vermittelt, die ja auch zum Beispiel im Grundgesetz steht, die Willensbildung findet in den Parteien statt. Und wir haben dann damals das Europäische Parlament in Straßburg besucht mit der Klasse oder mit der Stufe. Und es war ja Ende 2011 muss es gewesen sein, die Zeit der Europakrise, der Eurokrise. Und wir fanden damals die Europa, die Europolitik der CDU, eben auch von Angela Merkel damals, gut und wollten daher ein Zeichen setzen. Und dann bin ich übrigens zusammen mit zwei Freunden in die Junge Union eingetreten und haben uns da eingebracht und haben gemerkt, so schlimm ist es da ja eigentlich gar nicht. So schlimm ist es da gar nicht. Also sage ich dir mal was, ein bisschen gemeines. Aber mir hat mal jemand erklärt, was ich sehr schlau fand, der Lorenz, dieser Verhaltensforscher, der mit den Tieren und den Enten, glaube ich, irgendwie, mit der Prägung, der hat mal gesagt, dass praktisch Evolution so funktioniert, dass junge Leute erstmal alles über Bord werfen, ab einem bestimmten Alter, was ihnen die Eltern beigebracht haben, so wie wenn man den Schreibtisch leer macht, und dann so, wenn sie älter werden, das wieder hochholen, was ihnen praktisch sinnvoll und nützlich auch für die Zukunft erschien. Und deswegen habe ich manchmal so den Eindruck, bei die jungen Bürgerlichen sind manchmal die den Schreibtisch nicht leer gemacht haben. So. Also so kommen sie mir manchmal vor. So einfach konservativ und jung ist eine schwierige Geschichte. Deswegen die Chance für dich. Was sind die frischen Ideen, die du hast? Was ist das Frische? Erstmal noch, um was davor zu sagen, dann sind wir in die Junge Union eingetreten.
Und unsere Lehrer, wenn die das mal mitbekommen haben oder so, dann war immer die Frage, ja, macht ihr das, weil eure Eltern in der CDU sind? Und dann haben wir gesagt, nee, unsere Eltern sind jetzt gar nicht parteipolitisch engagiert. Und dann war die zweite Frage, ach so, macht ihr das, weil eure Eltern das Gegenteil sind und weil das irgendwie so eine Trotzreaktion ist? Dann haben wir auch gesagt, nee, auch das ist jetzt nicht der Fall. Also es ist ja ganz lustig, dass das immer so gesehen wird, dass das irgendwas mit dem Elternhaus zu tun hat. Aber so war es jetzt bei uns damals nicht der Fall. Und was sind bei mir junge Themen? Naja, ich glaube, ich habe das ja vorhin schon gesagt, dass schon ein junger Mensch, der in die Politik geht oder gehen möchte, schon einen anderen Blick auf die Themen hat wie andere. Also ich kenne das zum Beispiel von meinem Engagement in der Jungen Union, dass wenn man da eine Idee hat und die voranbringen möchte, dass man dann oft irgendwie gesagt bekommt, also darüber haben wir ja schon mal diskutiert oder das haben wir, meine Lieblingsausrede ist oder der Lieblingsspruch ist immer, ach, das haben wir doch schon vor 30 Jahren mal abgelehnt. Und ich glaube schon, dass so jemand jung ist, der eben noch nicht so diese Erfahrung der letzten Jahrzehnte hat, dass der ganz neue Akzente setzen kann und auch mal Wege gehen kann, die neu sind. Also nur mal als Beispiel, jetzt hier in der Corona-Krise, wo ja für jeden der Kandidaten eine große Herausforderung ist, wie kann man mit den Leuten in Kontakt treten? Jetzt kann man sagen, die Kontakte, die sind reduziert, weil es auch sinnvoll ist, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Auf der anderen Seite sind ja jetzt gerade die Themen und Anliegen der Menschen so groß wie noch nie in dieser Pandemie. Und deshalb habe ich mir überlegt, naja, was kann man jetzt anders machen als sonst immer? Und ich habe zum Beispiel auf alle meine Plakate meine direkte Telefonnummer plakatiert, wo mir mal wo mir ein paar Freunde von mir gesagt haben, ja, Levin, willst du das wirklich machen? Sie rufen doch dann auch die Leute an oder sie schreiben dir auf WhatsApp oder schreiben dir irgendwelche SMS. Und ich habe gesagt, doch, ich will das machen, weil ich will ja gewählt werden von den Leuten, für die Leute. Also sollen sie mich doch auch kontaktieren dürfen. Und, wie sieht's aus? Und es läuft bisher gut. Also ich habe jetzt eigentlich noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Und ich finde, das zeigt doch auch, wie Politik funktionieren kann. Nämlich ganz nah bei den Leuten, eben mit so einem direkten Draht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du hast gerade die ältere Generation sind ein bisschen angesprochen. Also ich meine, die Parteivorsitzende deiner Partei, nicht mehr, nee, die Kanzlerin deiner Partei, die geht jetzt ja demnächst in Ruhestand. Ist sie so ein Vorbild für dich oder wäre es eher Helmut Kohl gewesen oder wen gibt es in der CDU, der deine Richtung eher repräsentiert? Also wie ich ja schon gesagt habe, Angela Merkel war schon so der Grund, weshalb ich damals mit den zwei Freunden in die Junge Union gegangen bin. Und weil ich es auch gut finde, wie gesagt, ein Punkt, den ich an der CDU sehr schätze, so pragmatische Politik. Wir diskutieren auch mal, logischerweise, muss auch sein. Aber dann macht man halt auch mal und redet nicht nur den ganzen Tag, sondern man macht dann halt auch, sieht man jetzt auch in der Krisenpolitik. Und Vorbild weiß ich nicht. Ich finde auch den Abgeordneten hier, den Andi Jung, super. Auch was er jetzt einfach auch vor Ort bewegt, trotz dieser noch viel größeren Entfernung. Ich will in den Landtag, er ist im Bundestag, Berlin, Landkreis Konstanz ist dann nochmal eine weitere Entfernung. Und ich finde, er macht es echt super, so die Themen, die hier einfach wichtig sind, den Themen Gehör zu verschaffen. Sei es letztes Jahr bei der Grenzschließung gewesen oder auch bei dem Thema Nachhaltigkeit, wo es, glaube ich, jetzt auch nicht immer einfach war und ist, dafür in der CDU vielleicht zu werben. Aber ich finde, er macht es ganz gut. Okay. Welchen Nicht-CDU-Politiker schätzt du aktuell am meisten? Nicht-CDU-Politiker? Oder auch Politikerin? Entschuldigung. Also wen ich schätze, ist zum Beispiel, der ist jetzt kein aktiver Politiker mehr, der Sigmar Gabriel. Den finde ich super. Okay. Weil ich eben auch finde, dass man muss jetzt nicht immer alles teilen, ja, aber ich finde, dass er das wirklich gut macht oder gut gemacht hat, auch mit so einem gesunden Pragmatismus. Ich fand ihn auch als Außenminister cool, wie er nicht immer sich jeden Tag beschwert hat, wie schlimm die ganze Weltlage ist, sondern eben einfach gemacht hat und da schon eine klare Linie in die Politik reingebracht hat. Und das fand ich schon gut. Gut. Wir kommen zu einem Ritual. Die Gäste werden gebeten, so viele Worte über sich selbst zu machen, wie sie alt sind. Das hat jetzt beim Levin Eisenmann nicht so viele Worte gegeben, leider in dem Fall. 24 Worte über dich selbst. 23 Worte über dich selbst. Gucken wir mal, lies uns doch mal die mal gerade vor. Jung, groß, Student, laufnah, WGler, Seekind, Weintrinker, Biertrinker, Optimist, Netflixer, Kleinwagenfahrer, Amazon-Verweigerer,
Obstverkäufer, Cello, Bayern-Fan, Döner, Städtereisen, offen, Zeitungsleser, das sagen alles Freunde. Okay. Also du hast diese Worte in Auftrag gegeben, so ein Stück weit? Oder andere gefragt, was sie über dich denken? Genau, aber schon von einem knappen Jahr, als es mit dem Wahlkampf losging, da haben wir uns mal zusammengesetzt, so meine engsten Freunde und ich, und haben mal so überlegt, so was, wie bauen wir jetzt die Kampagne auf, was machen wir im Wahlkampf? Und da haben wir auch empfohlen bekommen, einfach mal so ein Brainstorming zu machen, was verbindet man mit mir, was ist positiv, was ist negativ, das ist jetzt alles recht neutral formuliert, aber das waren schon alles so Rückmeldungen, die ich bekommen habe. Ich habe jetzt zwar im Wahlkampf ein Wahlkampfauto gestellt bekommen von einem Autohändler. Ja. Nicht, dass jetzt irgendjemand hier meint, aufdecken zu müssen, dass das gar kein Kleinwagen ist oder so, aber privat fahre ich einen Kleinwagen. Ich glaube, der Wahlkampfwagen ist sehr groß, ja? Ja. Wenn ich den richtigen im Kopf habe. Und da steht Obstverkäufer, wie soll ich das verstehen? Ja, weil ich neben meinem Studium noch auf dem Konstanzer Wochenmarkt arbeite für einen für einen Obsthof, den Obsthof Roma aus Litzelstetten, verkaufe ich da ein, zweimal die Woche eben frisches Obst und manchmal auch Gemüse. Jetzt im Moment wahrscheinlich gerade nicht, oder? Doch, also doch, klar, ja. So zusätzlich zu den Flyern. Ja, genau, also die Armbewegung stimmt dann schon mal. Doch, mache ich jetzt auch. Okay. In der Regel immer donnerstags in Wollmatingen. Jetzt letzten Freitag auch in der Stadt. Ich glaube, nächste Woche auch wieder Freitag. Also immer so, wie es halt passt. Aber so ein, zweimal die Woche, eben weil ich ja Student bin, muss ich mir auch irgendwie meine Wohnung und meine Tankfüllung mir leisten können. Ja, okay. Ja, das stimmt. Also da würdest du jetzt gehaltsmäßig doch ordentlich aufsteigen, wenn du in den Landtag kommst. Das stimmt. Wobei ich gar nicht weiß, was man als Landtagsabgeordneter verdient. Muss man den Nisch Erik Lee oder den Jürgen frage ich mal bei Gelegenheit. Ja, Weintrinker, Biertrinker klingt ein bisschen unentschieden. Ja, das haben, glaube ich, meine zwei WG-Freunde mir sozusagen rückgespiegelt. Also da bin ich jetzt nicht so festgelegt. Und Obst isst du aber auch Döner. Also Vegetarier bist du auch kein. Ja, ich habe sogar, ich mache ja so eine Praktikumstour im Wahlkampf, wo ich immer so einen Tag in einem Betrieb oder einer Einrichtung mit dabei bin und mal von morgens bis abends mitarbeite. Und da hatte ich, war ich zum Beispiel im Krankenhaus, ich war beim Handwerker und so weiter. Und letzte Woche habe ich mir dann noch meinen Traum erfüllt und habe dann einen Tag in dem Döner-Imbiss meines Vertrauens noch gearbeitet in der Stadt und durfte da einen Tag mit bei der Dönerausgabe helfen. Nicht schlecht. Eins noch, Amazon-Verweiger. Ich meine, das ist natürlich in Corona-Times gerade hart. Oder bestellst du einfach bei anderen? Oder bist du ein Online-Shopping-Verweiger? Nee, ich mache das auch. Also es ist tatsächlich so, dass ich habe mir jetzt im Wahlkampf vielleicht mal zwei, drei Sachen über Amazon bestellt. Aber so rein privat... Hat mir der Postbote auch gesagt. aber so rein privat habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nie was bei Amazon bestellt. Weil? Warum einfach, nicht? Also ich könnte jetzt nicht mal sagen, dass es ist... Ja, ich finde es einfach besser vor Ort. Ich finde es einfach schöner, irgendwie in den, keine Ahnung, wohin zu gehen und sich da seine Sachen zu kaufen. Und irgendwie habe ich das nicht so wirklich drauf. Ich hatte lange auch keine Kreditkarte, das braucht man ja, glaube ich, um da einkaufen zu gehen. Wie gesagt, von weit nicht zwei, so dein drei, Ding. Zwei, drei Sachen mal, aber sonst gehe ich lieber vor Ort einkaufen. Okay. Und Klamotten, bei meiner 1,96 bin ich ja groß, schwierig im Internet zu kaufen, wenn das man nicht weiß, ob die Hose vielleicht zu kurz ist. Dann lieber zu dem Einzelhändler deines Vertrauens. Sehr gut. Ja, ein weiteres Ritual sind die Liedwünsche. Und ich freue mich, dass ich dir jetzt gleich ein Lied vorsingen darf, das du dir gewünscht hast. Du hast dir drei gewünscht, wie alle. Und zwar High Hopes von Panic at the Disco. Das war für mich schwer zu spielen einfach so. Ne? Also gerade mit dem Klavier nicht so einfach. Bekanntes Lied. 21, 22, 23 von Annemai Kantereit. Natürlich, passt natürlich sehr gut. Ne? Da geht es darum, was willst du in deinem jungen Alter schon mehr oder weniger wissen können, sagen. Ja. Das ist natürlich sehr Gitarren-, Bass-, Schlagzeuglastig. Insofern verzeihe mir, dass ich auch das nicht genommen habe, sondern natürlich schnurstracks auf eine Ikone meiner Jugend zugesteuert bin. Auf Peter Alexander mit Die kleine Kneipe. Ich würde sagen, ich singe es einfach mal. Ich bin und gespannt. Dann können wir mal drüber reden, wie dir, ob du das auch so gedacht hattest. Ne? Die kleine Kneipe. Du musst jetzt auch die Einzelhändler ein bisschen oder die Gastronomen vor allem unterstützen. So sieht's aus, genau.
Der Abend senkt sich auf die Dächer der Vorstadt. Die Kinder am Hof müssen heim. Die Krämersfrau fegt das Trottoir vor dem Laden. Ihr Mann trägt die Obstkisten rein. Der Tag ist vorüber, die Menschen sind müde, doch viele gehen nicht gleich nach Haus. Denn drüben klingt aus einer offenen Türe Musik auf den Gehsteig hinauf. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die Postkarten dort an der Wand in der Ecke, das Foto vom Fußballverein, das Stimmengewirr, die Musik aus dem Jukebox, all das ist ein Stückchen daheim. Du wirfst deine Mark in den Münzautomaten, schaust anderen beim Kartenspiel zu und stehst mit dem Pilz in der Hand an der Theke und bist gleich mit jedem per Du. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Man redet sich heiß und spricht sich von der Seele, was einem die Laune vergällt. Bei Korn und bei Bier findet manche die Lösung für alle Probleme der Welt. Wer Hunger hat, der bestellt Würstchen mit Kraut, weil es andere Speisen nicht gibt. Die Rechnung, die steht auf dem Bierdeckel drauf, doch beim Wirt hier hat jeder Kredit. Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist, dort in der Kneipe in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist. Die kleine Kneipe in unserer Straße, die hat seit Monaten leider schon zu. Top. Das war sehr gut. Dankeschön. Ja, vermisst du die Kneipen auch im Moment? Ja, ich glaube, da geht es mir wie ganz vielen Leuten, nicht nur in meinem Alter, sondern egal wie alt, dass es einfach was hat, wenn man mal abends rauskommt, sich mit Freunden treffen kann in irgendeiner Kneipe, in irgendeinem Restaurant. Ja. Und das war immer so dieses, oder ist immer so das Lied, wenn ich mit so meiner bestimmten Clique sozusagen was trinken gehe. Echt, ja? Und wir dann noch, sag ich mal, auf dem Heimweg sind oder dann nach Hause, da vielleicht noch daheim das letzte Bier trinken, dass man das dann immer am Schluss hört, vielleicht auch mal mitsingt, je nachdem, wie viel davor schon getrunken wurde. Und genau, daher ist es so. Ja, ich dachte erst, ja gut, das ist halt so ein Liedwunsch, irgendwie so ein nettes, altes Lied. Und dann habe ich wirklich, ich habe erst, als ich das vorhin nochmal hier gespielt habe und beim Aufzeichnen, fiel mir eben eigentlich auf, als ich diese Wörter mal so richtig gegriffen habe, ja, diese Geschichte, habe ich gemerkt, dass das einfach eine, jetzt gerade im Moment, eine wahnsinnige Sehnsucht ist. Genau. Ne? Alles, was da drin steckt, was wir leider im Moment nicht haben. So ist es, ja. Wenn du 10 Jahre vorausdenkst, dann bist du 33 und seit 2 Legislaturperioden im Landtag. Und dann schaust du zurück und vielleicht ist Konstanz-Tübingen auf jeden Fall schon klimaneutral. Konstanz braucht noch 5 Jahre. Wenn du dann zurückschaust auf die 10 Jahre, die du als Politiker gewirkt hast, was möchtest du dann darüber sagen können, über diese Zeit? Ich möchte, dass vor allem andere sagen können, dass ich was bewegt habe, dass ich auch was verändert habe.
und dass ich vor allem ein guter Anwalt für die Region gewesen bin, hier fest immer noch nach 10 Jahren sozusagen immer noch fest verwurzelt bin, immer in neuen Formaten, in bestehenden Formaten wirklich den Kontakt zu den Leuten nicht verloren habe, dass ich mir oft auch mein eigenes Bild machen möchte, nicht irgendeinem Strom mitschwimme, sondern wirklich, wenn sich eine Frage stellt oder wenn jemand ein Anliegen hat, mir da wirklich ein eigenes Bild vor Ort zu machen. Ich glaube, sind ja alles Menschen, also niemand von uns wird alles richtig machen, auch ich werde nicht alles richtig machen, Fehler gehören dazu, aber ich will mein Bestes geben und das eben gemeinsam auch mit den Menschen hier in der Region machen. Inwiefern ist das ein Druck für einen 23-Jährigen, der für die CDU antritt? Ich meine, du bist einer von den beiden, die das Direktmandat hier wahrscheinlich holen sollten, vielleicht auch. Ich weiß nicht, ob es ein Szenario gibt, wo ihr beide, Nesh Erikli und du, ein Landtagsmandat bekommen. Ist das ein Druck? Druck weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall eine super Aufgabe und eine große Herausforderung. Das ist es tatsächlich. Also ich habe jetzt zurzeit nicht so viel Spaß. Spaß habe ich total viel, Entschuldigung, Versprecher. Man sieht weder, dass du wenig Schlaf hast, noch würde man denken, dass du wenig Spaß hast. Also, das macht richtig viel Spaß. Ja. Aber eben wenig Schlaf ist auch anstrengend. Herausforderung, Druck spüre ich jetzt eigentlich keinen. Ich gebe mein Bestes und hoffe, dass ich die Leute überzeugen kann. Wir sind gespannt, was die Leute selber dazu sagen. Könnten sie zum Beispiel auch in die Kommentare hier runterschreiben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass du hier warst, Levin Eisenmann. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ich hoffe, Sie fanden das ein interessantes Gespräch. Wir verlinken natürlich auch die Porträts der anderen hier berücksichtigten Kandidaten da oben. Und ich würde mich freuen, wenn Sie auch die anschauen würden. Ja, vielen herzlichen Dank natürlich an dieser Stelle nochmal an A2R Media für diese perfekte, für dieses perfekte Ambiente. Das macht mir großen Spaß, auch in dieser Corona-Zeit mal wieder auf eine Bühne zu können, zu dürfen. Und vielen Dank auch an den nicht genannten Konstanzer Einzelhandelsunternehmen, der hier uns unterstützt hat. Ja, ich freue mich, wenn Sie in den weiteren Porträts auch wieder dabei sind. Dann sehen wir uns dort. Bis dann, Ihr Tobias Bücklein.